Ja, Freunde, da hat uns Assist ja eine Menge Hinweise gegeben. Der kann uns auf jeden Fall sagen, von wem dieser Fußabdruck da stammt. Ja, dann mal los. Hier, erstmal raus. Bei den Frettchen soll ich mal fragen nach Gips. Frettchen, wo sind die denn? Ich habe ein Frettchen gesehen am Jahrmarkt. Ja. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn ich den mal frage. Erstmal hier rauskommen. Aus diesem Labyrinth. Nee, hier nicht. Erstmal muss ich hier in diesen komischen Raum da zurück. Genau, hier. Und dann hier raus. Dann war das eigentlich immer nur der Nase nach, oder? Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Hier, ich glaube, ich muss irgendwo links. Nee, hier war falsch. Oder hier durch? Nee, falsch. Ich muss nach unten, glaube ich. Geht's hier nicht noch nach unten? Ja, okay. Hier lang. Ja, genau, hier ist diese Bücherei. Hier muss ich durch. Ja. So, jetzt müsste es doch hier irgendwo rausgehen. Hier? Hier geht's wieder zurück, oder? Oder doch? Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier geht's raus, oder? Ich meine ja. Ja, hier geht's raus. Ich erkenne das hier wieder. Oder doch nicht? Wer bist du? Ich bin der Türwächter. Wer bist du? Wer bist du? Ich sagte, ich bin der Türwächter. Ja, Jungs, wer bist du? Los, komm. Ich bin der Türwächter. Wer ist er? Los, komm, wir können gehen. Was? Das ist mein Spitzname. Oh Mann. Okay, dann versuche ich mal hier das Frettchen aufzutreiben. So. Habt ihr mir was zu sagen? Dies war einer der besten Märkte. Nein, nichts Neues. So, dann mal Ausschau halten nach dem Frettchen. Rannte doch hier irgendwo rum. Und ganz am Anfang da unten, da war doch auch dieses Frettchen-Dame, die ich am Anfang gesprochen habe. Vielleicht weiß die auch irgendwas über Gips. Sie ist ja auch ein Frettchen. War die denn noch gleich? Die war doch hier irgendwo. Direkt am Anfang. Hier rein. Genau. Da, genau. Hallöchen. Entschuldige mich, gute Frau, doch meine Gefährten und ich suchen nach der Sturmkugel. Die Kugel? Fahre fort. Nee. Vielen Dank für deine Zeit. Ich muss jetzt gehen. Vergiss nicht, was ich gesagt habe. Ich werde eure Rückkehr erwarten. Nee, die konnte schon mal nicht weiterhelfen. Aber hier rannte noch ein anderes Frettchen rum. Immer wenn man ein Frettchen braucht, ist es nicht da. Hallöchen, Frettchen. Da. Das war doch das Frettchen, oder? Wo ist es denn lang gerannt? Hier? Da ist er wieder. Na, wo ist er denn?
Der ist doch hier lang gerannt, oder? Hey, Bettchen. Bettchen? Nee, weg. Mensch, das ist aber auch ein flinkes Viech. Meine Güte. Und da ist er hier oben. Hier ist wieder der Bär. Der Honigbär. Ja. Ein ziemlich scheuer Geselle. War hier oben noch was? Da habe ich was gesehen. Im Augenwinkel. Hallo? Da rennt er, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn erspäht. Nein, das ist die Ratte. Oh. Da oben ist der Widder. Ich habe die Füße von dem Widder gesehen. Meine Güte. Wo ist denn der Typ? Darf doch nicht wahr sein. Aber hier oben habe ich ihn jetzt schon zweimal gesehen. Das ist wieder der... Nee, dieser unfreundliche, nee. Frettchen. Das ist die Ratte. Naja, früher oder später kommen die alle hier lang. Ich könnte einfach hier warten. Tja. Das kann doch nicht sein. Da ist er. Ist es ein Frettchen? Hallo. Oder ist es ein Otter? Ich weiß nicht. Jo, ein Otter. Entschuldige mich, Freund. Können wir dir ein paar Fragen stellen? Zeit ist Geld, mein Freund. Wenn du das eine willst, dann kostet es dich das andere. Aber wir haben nur wenig Geld und das brauchen wir für die Suche nach der Sturmkugel. Tut mir leid. Wie ich schon sagte, ohne Preis kein Fleiß. Wiedersehen. Vielleicht hat es ja einen gewissen Wert für dich, wenn dein Kopf an deinem Körper bleibt. Ja, das hat es bestimmt. Aha. Sehr schön. Ja, dann mach auf mit der Sprache. Also, was hast du gemacht, während die Kugel gestohlen wurde? Ich habe hinter einem von den Zelten Domino gespielt. Ehrlich, ich war da den ganzen Abend. Und andere können das bestätigen? Sicher, viele Leute haben mich gesehen. Kennst du jemanden, der die Kugel gestohlen haben könnte? Machst du Witze? Ich kenne viele, die das getan haben könnten. Aber ich kenne keinen, der es getan hat. Und das ist die Wahrheit. Du scheinst seltsame Gestalten zu kennen. Hast du vielleicht irgendwelche Gerüchte gehört? Nicht eines. Die meisten, die ich kenne, klauen nur kleine Sachen. Nichts, was so groß ist wie eine Kugel. Aber die Kugel ist sehr wertvoll. Du und deine Freunde haben jedes Motiv, sie zu stehlen. Angenommen, ich hätte sie gestohlen. Was sollte ich damit? So heiße Ware lässt sich nicht verkaufen. Nein, der Diebstahl einer solchen Kugel fällt nicht in meinen Bereich. Lässt sich nicht verkaufen. Tja. Was weißt du über die Kugel? Nicht mehr als jeder andere. Es ist die Kugel, die das Wetter vorhersagt und sagt, wann die Samen gesetzt werden. Es gibt sie seit der Zeit der Menschen. Das ist alles, was ich weiß, ehrlich. Tja, das weiß ich schon alles. Kannst du uns einen Rat für unsere Suche geben? Das Ding ist groß. Das ist ein Job für mehr als eine Person. Du meinst, dass eine alleine sie nicht hätte stehlen können? Eine einzelne Person könnte sie gestohlen haben. Aber es braucht eine ganze Organisation, sie zu benutzen oder loszuwerden. Wer sie auch genommen hat, hat ein paar sehr mächtige Verbindungen. Ja. Nun, mein Freund, wenn du auf weitere Informationen triffst, dann wären wir sehr dankbar, wenn du sie mit uns teilst. Und wenn du uns nicht sagst, werde ich sehr ungemütlich. Haben wir uns verstanden? Ganz bestimmt. Wenn ich etwas höre, erfahrt ihr es als Erste. Ich hoffe es für dich. Auf Wiedersehen. Tja.
Ja, der Otzer, der wusste ja doch einiges. Eine Organisation, irgendjemand Mächtiges muss dahinter stecken. Tja, okay, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die Frettchen sind. Ich dachte ja, der Otter wäre ein Frettchen. Naja, okay, dann muss ich die wohl suchen gehen, irgendwo auf der Landkarte. Schauen wir mal. Da waren ja noch einige Stellen, die ich noch nicht besucht habe. Ich glaube, gleich nebenan war hier so ein Dorf, ne? Und hier war das Schloss, Heiligtum und hier oben ist doch ein Haus, ein einsames Haus. Tja. Der Wald, da gehe ich mal zum Dorf. Schau, was hier los ist. Ein Wäldchen. Wisst ihr, was hier los ist? Ich hoffe, dass wir mit diesen Frettchen weiterkommen. Ja, ich auch. Ock, versuche bitte, die Frettchen nicht zu verängstigen. Wer? Ich? Ach, ist das etwa das Dorf der Frettchen? Aha. Also, Ock, die armen Leute hier nicht verschrecken. Okay. Sein Weg, ein Zaun, alles klar. Hier ist Zivilisation. Ah, ein Otter. Nee, nicht Otter. Ja. Ein Frettchen meine ich natürlich. Welches Dorf ist das hier? Das ist das Dorf der Frettchen und die Heimat der Handwerkergilde. Ah, sehr schön. Kannst du uns sagen, wo wir Gips bekommen können? Nein, tut mir leid, Gips ist nicht mein Projekt. Okay. Nun, dann entschuldige bitte die Störung. Guten Tag. Alles klar. Also ich bin auf jeden Fall schon mal richtig hier. Die Frettchen sind Handwerker. Tja, ein Häuschen. Schauen wir mal. Auch sehr hübsch. Wenn das kein Frettchengesicht ist, dann weiß ich es nicht. Okay. Das sieht sehr bequem aus. Ja, allerdings. Schön. Und Kissen? Die sehen bequem aus. Ja, aber kein Gips. Naja, nee, hier auch nicht. Tja. Hier geht der Weg nicht weiter. Oh, da ist noch einer. Frag ich den mal. Ein Arbeiter. Entschuldigung. Ja? Welches Dorf ist das hier? Das ist das Dorf der Frettchen und die Heimat der Handwerkergilde. Ja, das weiß ich ja schon. Wir suchen Gips. Dann solltet ihr mal den Arzt probieren. Da hat meistens jemand einen. Ha, ha. Bis später dann. Guten Tag. Ein Schenkelklopfer. Tja, okay. Ist hier noch eine Tür? Oh, was ist denn das? Eieiei. Großer Raum. Das ist eine Säge. Ja, gut. Das muss das Emblem der Handwerkergilde sein. Oh. Ja, schön. Seine Feuerstelle? Sieht sehr heiß da drin aus. Ja, ist klar. Kann ich hier so eine Säge mitnehmen? Sie ist an der Wand befestigt. Die große auch? Sie ist an der Wand befestigt. Tja.
Ja, viel mehr gibt's ja hier gar nicht. Da oben ging noch ein Weg lang. Hier. Schauen wir mal da. Ah ja, Lappen. Da geht's weiter. Ah. Oh. Ein Tor. Entschuldigung. Ja. Könntest du uns sagen, wo wir Gips finden können? Nein, das ist nicht mein Projekt. Ja. Nun, dann entschuldige bitte die Störung. Guten Tag. Tja. So ein Mist. Was ist hier? Guten Tag. Darf ich euch meine Glaswaren vorführen? Nein, danke. Glaswaren? Aha. Interessant. Glaswaren, ein Glaser. Ein ganz normales Fenster. Aha. Deine Glaswaren sind sehr schön, aber es sind Informationen, die ich brauche. Informationen? Dies ist kein Auskunftsbüro. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann schlage ich vor, dass ihr weiterzieht. Tja. Der Lehrling? Er ist so konzentriert. Ich fürchte, dass er nur über Kohle reden würde. Komm schon, erzähl mir doch was. Deine Glaswaren sind sehr schön, aber es sind Informationen, die ich brauche. Informationen? Dies ist kein Auskunftsbüro. Wenn ihr nichts kaufen wollt, nee. Dann schlage ich vor, dass ihr weiterzieht. Aus dem kriege ich echt nichts raus. Das gibt's doch gar nicht. Nett? Wirklich nett. Das ist doch hier das Zeichen von den, von dem Publisher, ne? Dreamers Guild. Wird witzig, schön gemacht. Ja, okay. Was ist hier? Spiegel. Hey, das bin ich. Ach was. Noch ein Spiegel, noch ein Spiegel. Hey, das bin ich. Tja. Ein Blasebalg. Das ist ein Blasebalg. Ja. Tja, komme ich denn hier jetzt wieder raus? Na, komm schon. So, okay. Also hier ist schon mal, hier ist auch wieder nichts. Kann nicht wahr sein, hier ist noch ein Tor. Wieder ein Arbeiter. Hier ist noch eine Tür. Gucken, wer da wohnt. Na, komm schon. Niemand. Tja, und hier? Hier ist der Weg zu Ende. Hier unten? Da war ich noch nicht. Na komm. Ah, was ist das? Oh, ist das vielleicht Gips? Ah. Ein schöner Standardeimer. Kann ich den mitnehmen? Ich habe ja schon einen, aber... Nö, da ist noch frische Farbe am Griff. Aha. Okay. Schubkarre? Als Kinder haben wir damit gespielt. Und
Farbe. Interessantes Wandgemälde. Ja, finde ich auch. Moderne Kunst. Ja, sehr schön. Nicht. Ziegelsteine. An den Ziegelsteinen ist absolut nichts Ungewöhnliches. Kann ich da vielleicht einen mitnehmen? Ich trage doch schon so viel. Naja, es geht, ne? Also, so viel ist das jetzt auch nicht. Ja. Auch nichts. Mensch, wo könnte es denn noch Gips geben? Hallo, ich brauche Gips. Hier ist noch ein Haus. Ja, auch nix. Und nebenan? Auch nix. Nun gut, dann geht's hier noch weiter. Und Ende. So ein Ärger. Da oben vielleicht noch was? Na, hier war ich schon. Türen stehen ja auf. Das ist ja hier extrem ärgerlich. Na, hier war ich schon überall. So ein Mist. Könnte es dann noch Gips geben hier? Da war ich auch schon. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Haus? Ne, nur Felder. Ne, und hier fängt der Wald wieder an. Sein. Hier muss doch irgendjemand sein, der mir Gips verkaufen kann. Das hat Sis doch gesagt. Ich soll's bei den Frettchen probieren. Entschuldigung. Ja? Wir suchen Gips. Dann solltet ihr mal den Arzt... Hatte ich auch schon. Bis später dann. Guten Tag. Und hier an der Hauswand? War da noch ein Eingang? Nee. Hier war ich ja schon überall. Oder war ich hier schon? Ja, die Tür steht offen. Wäre ich da wohl schon gewesen sein, oder? Ja, ach ja, hier, genau. Nee. Da ist noch eine geschlossene Tür, da war ich nicht drin. Mensch, wie komme ich denn da jetzt hin? Einmal hier rum. Da oben. Durchs Tor? Wie konnte ich die denn übersehen? Hier irgendwo. Wo war das nochmal? War es hier? Ja, genau. Ah, Hallöchen. Wer bist du denn? Guten Tag. Kann ich euch helfen? Nein, wir schauen uns nur um. Danke. Dann schaut mal schön, ich schaue euch jedenfalls so lange an, bis ihr etwas kauft. Lasst euch Zeit. Ja, schaut mich so lange an. Ja, gut, okay, also, Holztheke. Nur eine ganz normale Holztheke.
Spaten? Gute Wahl, das ist das heutige Sonderangebot. Okay. Decke? Hast du Gips? Nein, ich liebe ihn, deshalb habe ich so viel davon. Verstanden? Du fragtest, hast du Gips? Ich sagte, ich liebe ihn. Das war ein Witz. Ja, sehr spaßig in der Tat. Super. Lass mich das anders formulieren. Kann ich hier Gips bekommen? Brich dir einen Arm und geh zum Arzt. Da kriegst du einen Gips. Verstanden? Das war ein Witz. Du fragtest nach Gips. Ich weiß, was ich gefragt habe. Okay. Ich liebe ihm gute Witze. Ich kann mir einfach keine Gelegenheit entgehen lassen. Natürlich habe ich Gips. Ich habe großartigen Gips. Schnell trocknend, super hart, der beste auf dem Markt. Kostet nur 15 Goldstücke pro Sack. Ups. Upsi, ich habe keine Kohle. Tja, muss ich wohl doch die Silbermedaille dafür hergeben, was? Bedienung. Nun, wenn das mal nicht meine Freunde mit der Vorliebe für Gips sind. Ein Sonderangebot für euch. Kauft den Gips und ihr bekommt den Sack gratis dazu. Wie wär's damit? Wir haben uns entschlossen, einen Sack Gips zu kaufen. Und ihr habt auch 15 Goldstücke? Nee, hab ich nicht. Einschüchtert, versucht den Gips woanders zu bekommen. Ja, da werde ich wohl schlechte Chancen haben. Ich könnte versuchen, ihn einzuschüchtern. Ich meine, ich habe Ock dabei. Na komm, das versuche ich mal. Das grenzt ja schon an Straßenräuberei. Wenn dir meine Preise nicht gefallen, kannst du ja woanders hingehen. Ich repräsentiere den Waldkönig und ich glaube nicht, dass es ihm gefallen wird, wenn du seinen Soldaten zu viel Geld abverlangst. Der König kann mir meine Preise nicht vorschreiben. Abgesehen davon hat er Besseres zu tun, als sich über den Preis von Gips Gedanken zu machen. Du möchtest doch bestimmt nicht den König der Keiler verärgern. Zu seinen Feinden kann er sehr ungemütlich werden. Wir versorgen den Keilerkönig mit vielen Dingen. Dinge, auf die er sicher nicht verzichten möchte. Er will sich in unsere Geschäfte nicht einmischen. Nein, ihr drei könnt mich mit euren Drogen nicht einschüchtern. Nee. Tja, was ist mit Tauschen hier gegen die Silbermedaille? Vielleicht würdest du gegen etwas anderes tauschen wollen. Tut mir leid, ich tausche nur gegen Bargeld. Wenn du etwas Wertvolles hast, dann geh und verkauf es. Wenn du dann wiederkommst, kannst du den Gips kaufen. Alles klar, ich hab verstanden. Lässt er sich da ein bisschen runterhandeln? Ein gutes Frettchen. Du und ich, wir wissen beide, dass die Gewinnspanne bei Baustoffen sehr hoch liegt. Könntest du keine Ausnahme machen und den Preis für einen Sack senken? Auf wie viel? Vielleicht auf 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? 7 Goldstücke? Das ist der beste Witz seit Wochen. 7 Goldstücke. Offensichtlich ist dieses Frettchen nicht in der Stimmung zum Handeln. Okay, alles klar. Nun gut. Wenn du uns den Gips nicht zu einem anständigen Preis verkaufen willst, dann kaufen wir ihn eben woanders. Dann wünsche ich euch viel Glück. Meines Wissens bin ich der Einzige hier in der Gegend, der Gips verkauft. Jedoch könnt ihr es natürlich gerne versuchen. Und genau das werden wir tun. Okay. Raus hier. Wo geht's denn raus hier? Los, kommt Jungs. Wir hauen ab. Na, wo geht's denn raus hier? Ja, so, okay. Nee, ich muss mir Geld besorgen. Ich weiß auch schon wo. Hier bei diesem Geldtauscher. Auf dem Jahrmarkt. Ja, da muss ich wohl doch meine Silbermedaille versetzen. Naja. Mal gucken, wie viel Geld er mir dafür überhaupt gibt. Hoffentlich reicht das für den Sack Gips. Naja, erstmal wieder raus hier. Los, kommt, Jungs.
Attacke! So, okay, dann zurück zum Jahrmarkt. So, wo war dieser Geldtauscher nochmal? Der war doch hier an der Seite, oder? Na, ich werde ihn schon finden.